Na, ihr Süßen. So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge. Hey. Im letzten Part haben wir Misty besiegt. In einem nervenzehrenden Kampf. Und ich werde euch mal ganz kurz einen Gefallen tun. Guckt mal bitte rechts zur Seite. So, weil einige gefragt hatten. Gut, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Ich hatte es im letzten Part am Ende vergessen zu sagen, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Allerdings werde ich hoffentlich am Ende dieses Parts anhängen. Ich werde Manfred und Glenn einer Trainingseinheit unterziehen. Am Ende des Parts, wie gesagt, werde ich das tatsächlich nochmal sagen. Guckt einfach in die Videobeschreibung. Ich glaube auch schon, hier ist wieder Wiese für eine neue Route, auf der ich noch nicht gewesen bin. Ich schaue trotzdem nochmal zur Sicherheit nach. Man kann ihn nie so genau wissen, ne? Hat hier alles so Route 5 ist dann nachher. Was war da oben nochmal? Ah, das war Bill. Na gut, okay. Aber hier unten ist eine neue Route und oho. Ein Mauzi. Ein weibliches Mauzi. Das finde ich okay. Weibliche Mauzi, wenn die Mauzi. Also da finde ich es ehrlich gesagt relativ uninteressant, aber haben wir ein kleines Kätzchen. Oh Gott, Light Flame. Don't do this. Pokéball los! Pokéball, burn! Bang, 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 bang. Wow. Holy shit! Aber nicht Pokéball, Mauzi. Stay in sight. Schön. Toll, Mauzi wurde gefangen. Für Mauzi wurde ein Tag ein Pokédex angelegt. Es schläft den ganzen Tag. Nachts patrouilliert es sein Gebiet mit glühenden Augen. Gott. Mauzi, einen Spitznamen geben. Ja, wir nennen es Amy. Amy ist einer meiner Lieblingsnamen. Amy wurde auf Bills PC übertragen. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Die Frage zu beantworten, hier kann man eh nur ein Pokémon in die Pension stecken. Wir dürfen natürlich nicht paaren und damit Eier machen, weil das wäre ja doof oder so. Wir gehen einfach mal nach Saffron, dass wir die einfach alles können. Der sagt schon nichts sagen. Ich liebe Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Oh mein Gott. Ja, wir können ihn hier kein Tafelwasser kaufen. Das war nur in der Urversion so. Hier müssen wir ihn einen ganz bestimmten Tee zukommen lassen. Und den kriegen wir noch nicht. Also den kriegen wir ein andermal. Und direkt Route 6 für ein neues Pokémon. Das ist doch toll. Und direkt eine Zitrobeere abgesahnt. Erst Trainer, erst Pokémon, erst wildes Pokémon. Wilde Pokémon haben die Priorität. Das ist doch das Tolle an Pokémon. Weiß nie, was auf einen zukommt. Vor allem in Challenges wie diesen und einen Miraplan. Spezies Claws, die Dupes Claws wird eingesetzt. Nein, haben wir schon. Wir dürfen ein weiteres Pokémon suchen. Und again, die Dupe Claws. Keine doppelten Pokémon. Show me something else. Haben schon Route 6. Wir wissen, dass du es kannst. Aber offensichtlich nicht willst. Light Flame. Nose. Du bist voll krass entkommen. Ich glaube, hier gibt es ja jetzt schon mal. Hier gibt es irgendwie nichts da, was wir nicht schon haben. Und ich habe gerade einfach nur extrem Pech. Wahrscheinlich wird es eher das sein. Wir kämpfen jetzt einfach mal gegen die Leute und wandeln dabei durchs Gras in der Hoffnung, vielleicht irgendetwas zu sehen, was wir noch nicht haben. Light Flame, unsere Cosma ist viel stärker als du, Taubsi. Also verschwinde er. Mit Manfred haben wir auf jeden Fall auch eine gute Chance. Manfred hier draußen nicht viele Käfer. Eine gute Chance gegen Bob. Only you. Only you. Ne, das liegt irgendwie anders, oder? Only, only you. Das könnte man guter um dich. Ne, egal. So schön, du hast keinen Team verdient und deswegen würdest du jetzt boxen. Das, ich weiß nicht, was für ein Akzent es war. Wahrscheinlich nicht mal irgendeiner. Ich kann die meisten Akzente sowieso nicht sprechen. Nur ein paar wenige Ausnahmen. Wie zum Beispiel diesen Akzent hier. Hallo. Ja, toll, oder? Raupi wird in den Kampf geschickt und wird mit Glut direkt verbrannt. Ja, das war ein leichtes Spiel für Light Flame. Weißt du, jetzt kommen wieder solche Pokémon.
Hättest du nicht wenigstens Kokuna und Safcon haben können, dann hätte ich noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte abgesahnt. Und ja, Zerschneider gibt's natürlich auf dem Boot. Du beliebst zu scherzen, oder? Das habe ich mich auch gefragt, gerade als du deine Pokémon in den Kampf geschickt hast. Mauzi, ich glaube, hier gibt's wirklich nichts anderes als Taubsi, Mirabla und... Mauzi. Mauzi, Taubsi, Mirabla. Gut, hier haben wir Typen, die einen Shigi haben. Ich weiß nicht, wer von euch es ist, aber ich weiß, dass hier einer von euch einen Shigi besitzt. Du. Entschuldigung, aber das ist Privatsache. Stirb. Ist ja schon gut, ich gehe ja. Radfratz. Hi, Radfratz. Ist bestimmt nicht die mit dem Shigi. Ruckzuckieb. Und Schlesikowski. Deckel. So, hier kommt jetzt das Shigi. Komm schon, da habe ich nicht umsonst kurz mal eingesetzt. Pikachu, ich habe... Oh Gott. Ich habe es umsonst eingesetzt, sogar relativ schlecht die Wahl getroffen hier gerade, aber das wird schon nicht uns abmurksen. Dafür ist es viel zu schwach. Oh Gott, Doppelteam. Please. Cosma, mach es schnell. Bitte mach es schnell, dankeschön. Die nächste Arena dafür wird relativ... Ich hasse es zu verlieren. Da kenne ich noch ein paar Leute. Paraheiler auf Cosma. Damit du jetzt Shigi besiegen kannst. Ich hatte auch einen Shigi, ich bin mir relativ sicher. Wer da? Hey, hör auf, unheimlich zu belauschen. Uns heimlich zu belauschen. Nicht unheimlich. Genau, belausch uns nicht unheimlich, Typ. Shigi, ha, wusste ich doch, dass hier einer einen Shigi hat. Oh Gott, Level 20. Ich werde gerade déjà vu an den Kampf gegen Green. Gefällt mir nicht. Aber du setzt keine Wasserattacken ein. Insofern ist mir das relativ egal, denn du machst so nicht viel Schaden, wie man gerade gesehen hat. Cosma, mach ihm ein Ende. Puh, das ist aber noch mal relativ knapp geworden gerade. Cosma erreicht Level 21. Spieler besiegt Günther. Ich kann einfach nie siegen. Dann solltest du Light Flame wieder kämpfen lassen. Was? Aber das hat doch gar nicht Cosma gesagt. Ich weiß, das ist ja der Clou dahinter. Aber vielleicht treffen wir doch nochmal irgendwie ein Pokémon, was wir nicht doppelt haben. Nein, scheinbar nicht. Dürfen wir nicht. Ja, in einer Edition wie dieser scheint die Dupes Claws ziemlich fatal zu sein. Im Sinne von, hier ist ja alles doppelt. Weil es hier nicht so viel gibt. Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Weiß ich nicht. Aber warte mal, hier gibt es ja noch Wasser. Das heißt, wir können da später angeln. Alles klar, dann sparen wir uns Route 6 auf. Oh, Smetbo. Gute Attacke. Wir sehen schon, vom natürlich trifft er. Was anderes wäre ja auch unlogisch. Setze Glut ein, Light Flame. Ich hoffe, dass wir diesmal wirklich, also... Nein, so darf man gar nicht erst reden. Das gibt nur schlechtes Omen. Ich wollte nämlich gerade schon sowas sagen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal wenigstens einen vollentwickelten Starter kriegen. Du bist so guter Trainer, du Tuten. Tutentun. Ja, ich bin der beste Trainer von Kanto. Ich bin Red. Ich setze vorsichtshalber mal einen Trank auf meine lieben Leute ein. Na komm, das reicht. Das reicht. Da können wir uns gleich noch einen Dicta fangen in der Dicta-Höhle, wo es nur Dicta gibt. Kämpfen meinst du mich? Und Dictri natürlich. Wo jeder ja weiß, wie Dictri in Wirklichkeit von unten aussieht. Es gibt so viele tolle Bilder davon. Viele davon sind sehr interessant, viele davon sind ziemlich cool, viele davon sind creepy und manche davon sind einfach nur so dieses... Kennt ihr diesen Moment, wenn... Also ja klar, ihr seid im Internet, ich denke mal. Jeder Mensch, der das Internet benutzt hat, hat doch schon mal so einen Moment. Beziehungsweise jeder Mensch, der das Internet benutzt hat, ungefähr 12 Momente davon täglich. Wo man einfach nur nichts ahnt, surft und auf einmal sieht man sowas und man denkt sich nur... Why? Wow, hey. Und dann weint man sich in den Schlaf. Und ja, wie gesagt, wer kennt das nicht? Ich denke mal, jeder von uns. Du bist ein windstößender Windstoß. Das ist ganz schön anstößig, dein... Oh, ein Volltreffer. Na Mensch, dafür kratze ich dich. Ich kratze die Augen aus und blende dich. Nee, warte. Oh Gott. Nein, das klingt anders. Ich spuck dir jetzt auch und blende dich. Das wollte ich doch sagen. Ich bin doch der schwarze Ritter. Also mein Gutex so. Light Flame. Glute ihn. Wow, das ist ja schon fast ein Damage, der gefährlich werden könnte. Unter gewissen Eventualitäten berechnet ist es bestimmt total
fies gewesen. Light Flame Level 22. Spieler besiegt Picnic mal Hedwig. Das hat nicht geklappt. Ja, da hast du vollkommen recht. Oh Gott, ich habe mich gerade was daran erinnert. In der Saphir-Nuzlocke ist unser erstes Pokémon auf dem Weg zum dritten Arenaleiter gestorben. Das war nämlich Mirko. Und der dritte Arenaleiter da war ein Elektrotrainer. Hörte ich da jemand von Kämpfen sprechen? Und das ist hier ebenfalls der Fall. Aber wir werden dieses Mal kein Pokémon verlieren. Oh, natürlich kommt jetzt jemand mit Habitak. aber Razaf wäre verdammt cool. Ich hätte gerne einen Razaf. Du, echt. Und tschüss, Habitak. Smogmog Europe, Garados Lamos. Komm, stopp zu dir, komm, stopp zu dir. Radikal. Und zack. Voll aufs Ohr, das tut doch weh. Aber ein leichtes Spiel. Ja, wie gesagt, ich denke mal, dieser Arenaleiter, also Bob, wird kein Problem sein. Er erreicht Level 21. Oh, Energiefokus. Ich denke mal nicht, dass ich die Attacke lernen werde. Nein, werde ich nicht. Yep. Er hat Energiefokus nicht erlernt. Und Raphael wurde geschlagen. Ich hätte es besser überhört. Ja, da hast du wohl vollkommen recht. Es sei denn, du magst Niederlagen. Dann habe ich nichts gesagt. Ich glaube, hier gibt es den Kampffahnder. War das nicht hier? Das wäre fantastisch. Der Zwang erneut, mit jemandem zu kämpfen. Hast du diesen Zwang verspürt? Ich bin sicher, du hast. Gegen gewisse Trainer sollte man immer antreten. Also, ich habe dieses weggegeben. Bitte nimm auch eins. Super. Damit wird das Training unglaublich angenehm. Hi, ich bin Profiangler. Ich liebe Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, klasse, du bist mir sympathisch. Red erhält eine Angel. Wir können natürlich jetzt auf Route 6 gehen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Wir angeln uns jetzt mal eben ein. Was könnten wir wohl mit einer Angel angeln? Ein Karpfendor. Hallöchen, Karpador, beiß an. Aber dann weiß ich, dass wir diese Route hier auf jeden Fall 100% abgehakt haben. Ansonsten macht mich das nur verrückt und ich denke immer wieder, ah, wo war nochmal die Route, wo wir nichts haben? Jetzt komm schon. Jetzt komme her, lieber Karpfen, wir tun hier nichts. Oh mein Gott, ein Karpador, das überrascht mich. Level 5, weiblich. Yay. So, bitteschön. Wow. Wow, der Karpfen ist entkommen. Unserer Macht, unserem Pokemacht, unser Pokeball. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Platscher. Platscher, Freunde. Yay. Pokémon los. Karpador wurde gefangen. Für Karpador wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit... Oh Gott, dieser erste Satz schon. Es ist nutzlos, Punkt. Oh, nee, es steht ja ein Komma. Was Kraft und Geschwindigkeit angeht, das stimmt gar nicht. So langsam ist Karpador gar nicht. Aber was Kraft angeht, schon. Dieses ist das schwächste und erbärmlichste Pokémon der Welt. Alter, ey, ein bisschen netter geht's aber auch mal. Was ist denn das? Deine Stunde wird schon kommen, kleines Karpador. Und wir nennen dich deswegen... Moment. Ich nenne dich als einfach Mira. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein Name ist, aber irgendwie, es klingt in meinen Ohren schön. Mira wurde auf den Bills PC übertragen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das ein Name ist. Ich habe damals, als ich an Elements Destiny, Schleichwerbung an Elements Destiny gearbeitet habe, auch irgendwie ständig Namen erfunden, bis ich später herausfand, die Namen gibt's wirklich. Hey, das ist doch auch immer cool. Komm jederzeit wieder vorbei. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Oh, wow, du bist ja absolut, informativ Typ. Nun gut. Das geht schon klar. Gehen wir mal in die Dicta-Höhle und holen uns selbiges. Aber ich möchte eigentlich erst in den Pokémon-Fanclub. Der war doch hier irgendwo. Hier ist er.
Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr klein. Ich werde so Pokémon gehen. Also bist du gekommen, einfach so Pokémon zu hören. Sehr schön, deine Remission. Am liebsten mag ich Galoppas. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn du schläfst. Warm, kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Wow, was zum Teufel. Ja, Lag, bitte. Zeige den radgeborenen Fahrrad von Zurus City Rail zerflirt Fahrrad. Sorge dich nicht um mich, ich kann meinen Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja, ich glaube, das mit dem Ibitak gerade war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und das werden wir jetzt auch direkt erstmal tun. Also nicht den Ibitak fliegen lernen, sehen, tun. Ich hab's heute mit Grammatik. Ich hab Grammatik voll gut gerne. Nee, wir gehen aber nach Azuria City zurück. Und holen uns ein Fahrrad, denn dann können wir damit fahren und dann sind wir schneller. Aber ich bin ja trotzdem schon froh, dass es überhaupt generell Turbo-Treter gibt. Stellt euch mal vor, man musste diesen Gang hier früher zu Fuß gehen. Und zwar im normalen Schritttempo, was ungefähr... was ungefähr so aussieht. Ja. Die Evolution der Spieleindustrie, also damals, als das Spiel noch neu war, hat sich damals schon den Spielern der Zukunft angepasst, dass alle mal so hektisch und nervös sind und die ganze Zeit am Rumquirlen sind. Deswegen müssen wir auch schnell unterwegs sein, deswegen kaufen wir uns ein Fahrrad. Nee, wir kaufen uns nicht, wir schenken uns ein Fahrrad. Okay, es gehört dir, danke, geil. Besuch uns doch wieder, ne, sorry, ich hab was ich wollte von euch, ich werde nie wieder euch besuchen. Deswegen werde ich jetzt das Fahrrad selektieren. Okay, geil, wir konnten es genauso auswählen mit dieser Taste. Das Schöne an diesem Fahrrad ist so viel schneller als das Rennen zu Fuß. Ist es nun auch wieder nicht, aber ein bisschen. Auf jeden Fall schnell genug. Verdammt, das war eine Falle und ich bin drauf reingefallen. Volles Schalalala. So. Einmal da rein. Bim. Und jetzt schön an der Seite entlang. Dankeschön. Nein, die wunderbare Fahrradmusik. Sie wurde getötet. Süchen, jetzt müssen wir hier leider zu Fuß durchgehen. Also in diesem Tempo. Nein, nicht in diesem Tempo, bloß nicht. Um Gottes Willen, wozu haben wir denn jetzt schon ein Fahrrad? Um nicht weiter so zu schleichen. Nee. Das hat jemand nicht so ganz begriffen, glaube ich. Also ich. Doch. In diesem Falle, mir doch egal. Weiter geht's auf jeden Fall. Unser Team war fit, genau stimmt. Ich wollte mir Dick da fangen. Dick da, der ist nämlich voll dick da und hat, da, also da an der Stelle, da an seiner Nase, ist der voll dick da. Genau, habt ihr das gesehen und der hat einen Dickdarm und, ach, Dick das Höhle. Sekunde, wir machen das anders. Hallo Dick da, du bist schon wieder weiblich. Nur Mädel-Pokémon hier unterwegs. Kratzer, aua. Aua, ja, genau. Genau, aua in den Augen. Es tut voll weh, bestimmt, so einen Sandwirbel abzukriegen. Man, der Hund. Dickter ist cool. Dickdri vor allem. Tu ihm also nicht weh. Oder ihr nicht weh. Toll, Dickter wurde gefangen. Für Dickter wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es gräbt sich in geringerer Tiefe durch den Erdboden. Dadurch hinterlässt es so durchwühlte Erde und ist somit leicht zu finden. Möchtest du Dickter einen Spitznamen geben? Ja, Dickter, ein Boden-Pokémon, ein Maulwurf. Wie nenne ich es denn jetzt mal? Wie wäre es denn mit... Ich nenne sie einfach Sharon. Auch ein schöner Name, wie ich finde. Sharon. Nicht Sharon. Sharon, hallo. Sharon, wurde auf Blitzblitz übertragen. Box 1, dankeschön. Ich möchte eigentlich rüber, um noch irgendwie da was nachzugucken. Ich denke, ich werde deswegen jetzt auch mal einen Topfschutz benutzen. Ach ja, genau deswegen am besten. Denn hier kann ich ja nicht fliehen, verdammt. Das ist ein Nuzlocke, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Bam. Ich bin zwar schon wieder, glaube ich, jetzt knapp am Zenit der Zeit, im Sinne von am Limit des Videos. Aber das muss sein. Weil ich jetzt, wie gesagt, auch keinen Bock hier auf viele Pokémon habe, wahrscheinlich. Aber ich glaube, Dickdri kann ja auch Level...
23 sein. Na, wenn man vom Teufel... spricht. Bitte. Oh, holy. Bitte geh kaputt. Aber instant. Mach, dass du wegkommst. Zum Glück hat Dick die schlechte Verteidigungswerte, wollte ich gerade sagen, aber das... Wow! Nein, 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 nein. Und ich kann nicht auswechseln. Yay! Okay, das ist uncool. Halt durch. Ich bin froh, dass Sandkarp eine schlechte Attacke ist, aber ich habe befürchtet einen Schlitzer und das wäre ziemlich fatal. So schnell wie der ist. Wie die ist, wie der ist, na wie der ist. Schaufler! Oh, das ist nicht unweniger fatal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ...29? Are you kidding me? Fluchtseil, nein. Karateschlag. Oh mein Gott. Okay. Lass mich hier raus. Schnell, 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 schnell. Wie lang ist der Weg? Oh nein! Was auch immer es ist, geh bitte einfach weg. Du bist entkommen. Dankeschön. Okay, Leute, das ist natürlich ein super Ort jetzt, um zu trainieren. Hier. Nee, pardon. Hier mache ich das bestimmt nicht. Auch wenn wir ein Spezialtraining, zum Beispiel Zerschneider anwenden. Das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht hier, weil ich noch nicht Zerschneider kann. Okay, dann machen wir das noch wie folgt. Wir gehen nochmal zurück hier. Sorry, der Part ist da ein bisschen länger jetzt, aber, geht nicht anders. Weil hier werde ich bestimmt nicht einen Schnitt machen und hier eine Trainingseinheit einlegen. Bestimmt nicht, wenn ich immer wieder durch diese Mörderhöhle hier muss, weil ich starte das Video ja immer da, wo ihr aufgehört habt. Also, wo das Video aufgehört hat. Weg, 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 weg. Ach Gott. Wie lang diese Höhle ist einfach, ne? Wahnsinn. So, hast du auswegslos? Wahrscheinlich. Nee, du bist einfach nur schneller als ich. Okay, bitte schnell weg hier. Oh Mann, ich habe das immer das Gefühl, die Höhle wiederholt sich. Hast du auswegslos? Wahrscheinlich schon, oder? Nein, hast du auch nicht. Sehr schön. Okay, und tschüss. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dass wir einen Schnitt hier machen. Ich mache jetzt eine Trainingseinheit für Glenn und Manfred. Wir sehen uns dann wieder hier vor der Diktahöhle im nächsten Part bei Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge. Übrigens, das zählt als dritter Tod. Ich bin gerade schon einen dritten Herzinfarkt. Oh Mann, ey. Bis dann. Ciao.